Hallo, da sind wir wieder. Und zwar haben wir nach einer Alternative für den Bollerwagen gesucht. Und wir haben uns jetzt erstmal eine Kraxe gekauft, weil man damit eher überall hinkommt und auch selbst schmale Wanderwege passieren kann. Der einzige Nachteil ist, wenn Emma hier drin sitzt und wir haben Wechselwäsche mit drin und vielleicht das eine oder andere zum Snacken, sind wir schon an der Gewichtsgrenze quasi angekommen. Das heißt, noch 1-2 Kilo und dann können wir sie eigentlich auch schon nicht mehr nehmen. Nur das war jetzt die beste Alternative und wir haben gesagt, zur Not muss nach und nach eben irgendwann noch eine andere Kraxe her. Wir haben nur keine gute Alternative bisher gefunden. Wir haben uns jetzt für eine Kraxe von Deuter entschieden. Die haben wir beim Decathlon für ca. 150 Euro gekauft. Ein Argument war, also wie ihr seht, sie steht. Das heißt, selbst wenn ich alleine mit Emma wandern gehe, kann ich Emma von meinem Rücken absetzen und die Kraxe ist eben, steht stabil auf dem Boden. Emma kann gemütlich rein- und raussteigen. Also hier haben wir ganz viele Kleinteile dran gehängt, weil hier sind überall Schlaufen. Das fand ich auch noch ganz interessant. Wir haben auch hier so einen riesen Karabinerhaken für Emmas Schuhe. Wenn die in der Kraxe schlafen sollte, können wir die Schuhe ausziehen und hier dranhängen. Hier unten haben wir noch das Heft dran gelassen. Dazu sage ich gleich noch was. Hier ist aber auf jeden Fall ein Fach. Jetzt mit einer kleinen Mülltüte, mit Wechselwäsche, mit einem Kalender und einem Stift. Und wir hatten hier heute noch Müsli-Riegel und Snickers drin. Haben wir aber schon alles gegessen. Das Doofe nur hier ist, das ist mir heute schon mehrfach aufgefallen, hier das stört ziemlich beim Reißverschluss auf- und zumachen, rechts sowie links. Hier steht, also Farbe ist schwarz, die Höhe ist 68 cm, die Breite 43 cm, die Tiefe 34 cm. Das Gewicht liegt bei 2540 Gramm. Das heißt, damit ein relativ geringes Eigengewicht. Und wenn wir jetzt die Kraxe einmal drehen. Hier ist der Einstieg. Die andere Seite, da kann man es nur festziehen, aber nicht aufmachen. Hier kann sich das Kind reinsetzen und hier kommen die Schultern hin. Das hier kann man ganz einfach, indem man das wegnimmt, in der Höhe verstellen. Daher, dass Emma jetzt schon relativ groß ist, haben wir es ganz nach oben gemacht. Der Sitz, der kann auch in der Höhe verstellt werden. Der war vorher ungefähr auf der Höhe. Wir haben ihn jetzt auch ganz runter gemacht. Und es gibt so einen 5-Punkt-Gurt, um das Kind anzuschnallen. Das hier ist ein Sonnen- und ein Regenschutz. Heißt, wenn es wirklich regnet, regnet es auf das Kind. Es gibt noch teurere Kraxen von Deuter, die haben hier so einen kompletten Regenschutz dann. So, wenn das Kind dann drinnen sitzt, das zeige ich euch gleich, dann kann man hier zumachen. Hier seht ihr, ist eine Tasche. Hier haben wir die Trinkflaschen drin. Und hier unten ist nochmal so eine Schlaufe für die Füße zum Reinstellen. Daher, dass Emma jetzt schon relativ lang ist, haben wir aber das Problem, sie müsste die Knie ungefähr so hochheben, um hier ihre Füße reinzustellen. Mit Schuhen kommt sie hier schon gar nicht rein. Das Schöne ist aber in dem Fall, also vor allem für die kleinen Kinder, man kann das hier noch enger stellen, dass sie auch wirklich kleine Füße reinpassen und nicht andauernd rausrutschen. Und man kann es eben auch hier in der Höhe verstellen. So. Hier hatte ich heute Morgen Karabinerhaken dran. Hier habe ich ein Handdesinfektionsmittel dran. Wir haben einen Brustgurt, wir haben einen Hüftgurt. Am Hüftgurt ist hier an der Seite noch eine ganz kleine Tasche. Das Traurige finde ich jetzt, hier an der anderen Seite ist nichts. Auch keine Flaschentasche. Ich hätte gerne hier am Hüftgurt eine Tasche, wo ich die Flasche reinstecken kann. Emma ist jetzt groß.
sie hat jetzt hier zur Not oben die Flasche, wenn sie nicht gerade schläft, weil meistens setzen wir sie eh nur rein, wenn sie wirklich total müde ist. Sie kann mir jetzt die Flasche nach vorne geben. Aber wenn man ein kleines Kind hat, welches das noch nicht kann, ist es ein bisschen blöd, dann die Kraxe abzusetzen und die Flasche zu nehmen. Oder man muss die Flasche eben bei sich tragen. Ja, hier der Rücken ist ja belüftet. Man ist auch, also wenn ich die Kraxe trage, merke ich, hier setzt die Kraxe am Rücken nicht auf. Das ist wirklich gut. Und uns wurde noch beim Decathlon gesagt, wenn wir die Kraxe absetzen zu Hause abends, wir sollen hier alle Gurte lösen. Hier und noch den Beckengurt. Das liegt einfach nur daran, dass wenn man nach Hause kommt und man war wandern, zum Beispiel ich habe heute hier ein dünnes Shirt an, ich habe eine lange Hose an. Wenn wir morgen vielleicht nochmal wandern, kann es sein, dass wir eine dicke Jacke anziehen. Und zwar einfach nur, dass man sich das dann nochmal komplett auf die Kleidung, die man anhat, einstellt. Oder auch je nachdem, wer trägt. Wenn der andere jetzt mal Emma trägt, der müsste das jetzt auch noch ganz anders einstellen als ich. So. Hier seht ihr noch die andere Seite der Kraxe. Hier sind noch Schlaufen dran. Das fanden wir ganz praktisch. Da haben wir jetzt die Becher dran gehängt. Ja, hier kann man noch die Sitze einstellen. Und dann sind wir auch eigentlich schon einmal rum. Das ist unsere Kraxe. Bisher sind wir sehr zufrieden. Bisher würden wir sie weiterempfehlen. Wir werden sie jetzt noch die nächsten Wochen auf Herz und Nieren prüfen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier unten auch nicht so viel drin. Der André hat den ganz großen Rucksack dabei. Und da hat er auch das meiste Gepäck drin. Wir haben heute auch schon hier die Jacken reingestopft, als Emma am Anfang noch nicht drin saß. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Zu viel können wir jetzt eben auch nicht mitnehmen. Wir müssen uns ziemlich minimieren. Aber so weit, so gut. Wir haben auch eben gesagt, also hier der Sonnenschutz. Den braucht man jetzt für Emma nicht unbedingt. Daher, dass sie vielleicht auch gleich nicht schläft, haben wir den eben hier so nach hinten gemacht. Der andere hat gesagt, das ist ein Heckspoiler. Ich werde mir jetzt mal gerade die Kraxe einstellen und dann wird sich Emma mal gerade reinsetzen. Und eins hat sie noch in Kommentaren gelesen. Wir hatten uns auch die Kommentare hier zu der Kraxe angeguckt. Also da haben auch einige geschrieben, Kraxe ist nicht zu empfehlen, weil der Hüftgurt zu eng wäre. Viele haben sich direkt eine Verlängerung bestellt. Also ich habe jetzt mal heute dann den Hüftgurt komplett ausgebreitet. Ja. Also ich passe da anderthalb oder sogar zweimal rein. Für mich reicht es, für André reicht es definitiv auch. Ich habe auch noch sehr viel Luft. Also, ich kann ja sogar noch weiter. Moment, so. Genau, so. Also hier ist noch sehr viel Luft. Ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für Personen waren, aber meiner Meinung nach ist diese Kraxe, also von den Gurtlängen, definitiv lang genug. So, die habe ich jetzt auf der Hüfte. Das Gute ist eben, die Kraxe hängt hier wieder auf der Hüfte. Und hier kann man das Kind wieder quasi ein bisschen an sich ziehen, dass das nicht ganz nach hinten verlagert wird, sondern eher mehr hier. Hier der Ständer, den habe ich auch heute noch genommen, habe ihn schon mal rangezogen, während wir am Wandern waren, weil ich hau damit gerne mal alles um, alles und jeden. Aber ich kann auch von hier den Ständer auch selbst wieder rausfahren. Also selbst das ist kein Problem. Und dann gibt es hier eben noch den Brustgurt. Ja, jetzt habe ich alles eingestellt. Ich werde nochmal nachziehen, wenn Emma gleich drin sitzt. Und das werden wir euch jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Emmy? Ja.
Also, wie ihr seht, Größengrenze, Gewichtsgrenze. Also Größengrenze ist erreicht, Gewichtsgrenze fast. Hier. Ich mache auch eins. Okay. Gewichtsgrenze ist fast erreicht. Ich glaube, mit Gepäck 22 Kilo ist die Grenze. Wir machen hier zu. Ja, kannst du? Ja, nein, vielleicht? Ja. Ist sie ihn? Ist sie nicht? Erst wenn du so dann. Okay. Ja, hier. Die Gurte sind ganz unten. Emma kommt hier nicht mehr rein. Schaffst du es mal ganz kurz zu zeigen, wie hoch du dein Bein heben müsstest, um da reinzukommen? Ups, klappt nicht. Hier. Hier. Also, sie müsste wirklich hoch gehen. Aber das ist egal, das geht. Nein. Das geht, das geht. So. Und jetzt sieht das so aus. Moment. Vorsicht. Moment. Noch einmal. Der André hilft uns jetzt mal gerade beim Anziehen und dann filmt er mal, wie es aussieht, wenn Emma hinten drauf sitzt. Ich würde dir jetzt eine Bank empfehlen. Also, Emma sitzt jetzt hinten drauf. Ich mache mal erst den Hüftgurt fest, damit das nicht alles auf den Hüften ist, das ganze Gewicht. Dann drücke ich hier das fest. Jetzt muss ich gar nicht mehr festziehen. Das ist Emma in der Kraxe. Sie kann sich auch übrigens, hier ist so eine Art kleines Kopfkissen noch. Da kann sie ihren Kopf theoretisch hinlegen. Wir hatten jetzt extra noch ein anderes Kissen hingelegt. Und ja. Ja, das Kissen hat mir einfach jetzt noch dahin gelegt, dass sie einfach ihren Kopf gemütlicher hinlegen kann. Es ist definitiv eine gute Möglichkeit, ein Kind zu transportieren. Auch wenn es gewichttechnisch jetzt echt an den Grenzen ist. Ja. Aber mal gucken, wie lange wir es noch machen werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Das finde ich.